Ein Atomunfall, nachgespielt im tschechischen Atomkraftwerk Dukovany. Nach dem Super-GAU in Japan soll die Sicherheit aller 143 Kernkraftwerke in Europa anhand eines Stresstests geprüft werden. Allerdings kann kein europäisches Land dazu verpflichtet werden, obwohl es eine gesamteuropäische Notwendigkeit wäre. Denn die Folgen eines Unfalls machen ja auch nicht an den nationalen Grenzen Halt. Und darum darf man hier nicht weggucken, sondern man muss auf alle Gefahren achten. Auf alle Gefahren? Bisher liegt nur ein Stresstest Light auf dem Tisch. AKW sollen lediglich daraufhin überprüft werden, ob sie Naturkatastrophen standhalten könnten. Experten hingegen fordern weit mehr. Getestet werden sollte eigentlich alles, was bei einem Kernkraftwerk zu einer nuklearen Katastrophe führen könnte. Neben Erdbeben und Überschwemmungen auch Attacken gegen das Stromnetz. Außerdem Sicherheit bei Flugzeugabstürzen, Terrorangriffen oder Cyberattacken. Diese Risiken werden aber bisher nicht berücksichtigt. Für Deutschland muss man ganz klar sagen, keines der 17 deutschen Atomkraftwerke würden einen ganz gezielten Angriff mit einem sehr großen Passagierflugzeug wirklich standhalten. Wobei es aber so ist, dass eben die ältesten Anlagen hier in Deutschland auch kleine Sportflugzeuge oder kleinere Maschinen schutzlos ausgeliefert wären. Gegenwärtig führt der TÜV die Sicherheitschecks durch. Allerdings zahlen die AKW-Betreiber selbst die Prüfungen. Kritiker fordern unabhängige Auftraggeber für diese Sicherheitstests, damit jegliche Einflussnahme auf die Prüfergebnisse ausgeschlossen werden kann. Um hier eine bestmögliche Sicherheit überhaupt zu bekommen, brauchen wir eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die auch der Atomkraft kritisch eingestellt ist. Also die hier ganz klar nicht vor Fehlern die Augen verschließt, sondern ganz klar nach Fehlern sucht, um eben die Sicherheit dann der Anlagen auch zu verbessern. Vor allem der Verschleiß der AKW alter Anlagen sollte sorgfältig überprüft werden. Eine wichtige Fehlerquelle. Alte AKW lassen sich häufig nicht auf den technisch besten Sicherheitsstandard nachrüsten. Ein Beispiel Flugzeugabsturz. Wenn ein Reaktor nicht gegen Flugzeugabstürze Baulicht ausgelegt ist, ist dies eigentlich nicht nachrüstbar. Denn das kommt eigentlich mit dem Neubau eines Atomkraftwerks fast gleich. Selbst wenn ein optimaler Stresstest entwickelt werden würde, die Gefahr einer Atomkatastrophe bleibt. Man kann viele Sachen überhaupt nicht vorhersehen, die eintreten können. Es können Dinge gleichzeitig auftreten, die dann nicht beherrscht werden können. Das heißt, selbst bei einem sehr, sehr guten, bei einer sehr guten Überprüfung wäre am Ende ein Atomkraftwerk nie zu 100% sicher. Aber wenigstens größtmögliche Sicherheit sollte das Ziel sein. Doch die ist im EU-Konzept bisher nicht Maßstab. Bislang klingt das alles wie eine Beruhigungspille für die Bevölkerung.